zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Ich habe keinen Bock mehr, deshalb nehmen wir jetzt den Xerion, stellen den Anhänger auf die Seite und dann kann sich jemand um die Paletten kümmern, wer will, aber ich nicht mehr. So, abkoppeln und tschüss. Ups. Jo, jung. Zehn Stück kriegst du noch, gell? Jo. Und 10 Kartons. Die Kartons habe ich nicht hier. Also oben. Jo. Okay, die 15.000, die du gleich kriegst, die sind für die Eier. Jo. Und? Mit dem Drescher zufrieden? Jojo, das passt. Hier stehen 5, kannst du aufladen. Die anderen 5 lasse ich dann noch raus. Jo, wo steht der Telelader? Unten. Hab keinen Bock mehr. Ciao. So wird dann aber nichts mit dem Geld verdienen. Ja. Die wollen doch Paletten haben, dann sollen sie die auch selber aufladen. Ich kann nicht die ganze Zeit auf dem Manitou sitzen, das geht nicht. Krieg ich eine Kolle. So. Alter, heute haben wir auch wieder einiges an Geld eingenommen. Mal gucken, was die anderen machen. Ich muss den Papierkram noch schreiben. Wegen der Genossenschaftsanmeldung. Sehr lang. Grüß dich. Servus. Holger, es waren jetzt 8,8 Liter Wasser. Okay, kostet? Rechnung kommt dann. Okay. Ich hätte jetzt aber noch 23,2k drin. Kannst du das irgendwie einlagern oder soll ich das wieder mitnehmen? Warte mal. Ich muss gerade gucken. Kannst du im Kartonwerk reinmachen? Ins Kartonwerk mache ich. Aber bitte Karton, nicht Papier. Ja, mache ich. Gut. Servus. 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 Dann danke ich recht schön. Sehr schön. Volker, ich wollte deinen Anhänger zurückbringen. Warte. Jo, Moment. Ach, da. Jo, Subi. Geld habe ich dir schon überwiesen. Jo, Jürgen hat's gesagt. Kann man. Ja, Subi. Soll ich dir den wieder neben den Heuschober stellen? Kannst du auch gerade abkoppeln, dann kannst du abbiegen. Na gut, dann machen wir es so. Danke dir auf jeden Fall. Kein Thema. Boah. Wie viel waren es denn jetzt genau? Wie viele Eier? 6007. Okay. Gut.
So. Gut, bis denn. Alles klar, danke dir. Ciao. Mhm. So. Ich bin da gerade an. Folge Varuna. Hallo? Jo. Der Manitou spinnt, der ist kaputt. Du bist auch kaputt. Der geht. Ne, der geht nicht mehr. Tja, du bist der der Werkzeug to be Fuzzi Service Mensch. Hey, Spaß, lädst du die 5 Paletten noch aus? Jo. Warte. Ich schieb gerade noch eine auf Seite. Das wäre gut. Jo, jetzt. Wie viel brauchst du? 5 noch. Ja. Ist oben einer beim Kartonwerk? Wie einer? Ja, irgendeiner. Nö. Liegen denn da welche draußen oder so? Wenn ich recht weiß, ja. Ja, weil beim letzten Mal habe ich draußen die weggeholt, ne? Für Neumann. Oh, die Gitterboxen sehen ja toll aus. Was? Weil draußen standen im letzten welche, ich glaube vorletzte Woche, und die habe ich für Neumann weggeholt, ne? Moment. Sag mal, hast du keinen Mitarbeiter mehr? Keine Ahnung, was die gerade machen. Aber so richtig nicht. Die sind gerade auf dem Ding. Ach so. Eieiei. Müsst ihr gucken, ob da jetzt dann nochmal so viele rumstehen. Ja, sonst rufe ich nochmal an. Jo, 5 habe ich mal hingestellt beim Karton. Jo. Tschüssi. Und bis dann, ciao. Eieiei. Klingelingeling. Diesel. Jo, was machst denn du? Schweine versorgen. Was? Schweine versorgen. Felder? Schweine. Hä? Felder? Ja. Muss ich auch gleich noch weitermachen. Hast du schon angefangen? Ja. Okay. Gut. Mohn. Wie viele Schweine habe ich denn jetzt? 122 Schweine habe ich schon wieder. Mhm. Die vermehren sich aber wie Hulle. Wie schaut's denn aus? Dass wir noch welche zum Metzger bringen. Ja, kann ich machen. Nee. Was ist der Plan jetzt für die Felder? 65 muss noch abgeerntet, weiter abgeerntet werden. Wieso ist es noch nicht fertig? Nee. Die 1 muss. Da? Der Stefan hat gerade ein paar Probleme oben am Hof. Die Viecher produzieren nicht mehr weiter bei ihm. Das heißt, die verhungern fast da oben. Nicht, oder was? Nein. Okay, weiter. Was, wo noch? Wo hängt's noch? Ja, sein Feld muss noch geerntet werden und deine müssen noch angesät werden. Ist sein Feld geerntet? Was hat denn der drauf? Auch Zwiebeln. Ja, toll. Hat sich ja gelohnt. 127 muss gepflügt werden. Dann fange ich jetzt mal mit dem Pflügen an. Tiefenlocken. Ja. Weil es geht hier gar nicht vorwärts. Das ist ein bisschen scheiße. Ja, ich fahre jetzt gerade mit meinem Case und den Anhänger hinten dran zum Feld und ernte weiter. Ja. Weil anders bleibt mir jetzt gerade nicht über. Müssen Schweine eben warten. Ja, bevor sie verdursten oder verhungern, dann macht er was. Wasser haben sie komplett und die haben noch 15.000 Weizen, Soja haben sie 17.000, Kartoffeln und Zuckerrüben haben sie 89.000 drin. Okay. Gut, ja, die Schafe sehen auch gut aus bei mir. Die Hühner.
Okay, gut. Dann pflüge ich mal durch. Ja. Gut, bis dann. Gut, bis dann. Ciao. Ciao. Das ist alles ein bisschen anders, wie man das geplant hat. Es müsste ein bisschen effizienter laufen. Ich komme halt ehrlich gesagt gerade auch wieder nicht rum mit allem. Und eigentlich wollte ich ja Sinn und Zweck Genossenschaft. Ups. So mehr oder weniger die Feldarbeit outsourcen. Was aber leider nicht funktioniert. Was nicht funktioniert, weil die anderen auch nicht mit hinterherkommen. Ach, das hat gar nichts gemacht. Da ist ja gar nichts gemacht, ey. Ich fahre jetzt zum Diesel rüber und dann ernten wir hoffentlich zackig das Kackfeld ab. Die Zwiebeln. Den Xerion nehme ich mit, weil tiefenlockern müssen wir ja danach sowieso auch. Das heißt, den brauchen wir dann auch. Den tiefenlocker. Klingelingeling. Ja, bitte. Hallo, Herr Krüger. Ich habe mal eine Frage. Was Hallo. Machen Sie eigentlich so den ganzen Tag? Mich erstmal in die Materie einarbeiten, welche mein Ex-Chef mir hinterlassen hat. Ja, okay. Ich wollte fragen, deswegen, ob Sie auch Kapazitäten für Lohnarbeiten hätten. Haben wir kein Lohnunternehmen mehr? Nee, der Neumann hat die Dienste eingestellt. Okay. Ja, müsste ich schauen. Kriegt man garantiert irgendwie dann hin. Okay. Gut, ich behalte es mal im Hinterkopf. Ich würde mich dann eventuell oder. Ja, ich würde mich dann eventuell bei Ihnen nochmal melden. Okay, machen wir so. Gut, danke schön. Tschüss. Ja. Eigentlich müsste man nämlich das eine Feld zumindest schon mal anpflanzen wieder. Damit es wächst. Gut, liebe Leute, aber das war's für die heutige Folge Real Farming Alice 19 Meets Reality. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo und einen Kommentar freuen. Schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.